mit dem letzten Beitrag, dem Michi Seiler. Weißt du, Sven, es ist so, der menschliche Organismus gewöhnt sich an bestimmte Dinge. Zum Beispiel, wenn der Blickpunkt aus ist, will er eine Zigarette rauchen. Das haben wir vorher gesagt, oder nein, haben wir nicht gesagt. Nee, das machen wir so, also wenn der Marco früh genug da ist, dann brauchst du nichts lesen. Oder wenn er später kommt, dann liest du lieber eine Geschichte. Und jetzt... Das ist, da muss ich aber ganz kurz, bevor du anfängst, sagen, also... Ich war ja froh, dass es heute so glückhaft verlaufen ist, denn meine erste Begegnung mit Marco war, ich sag mal, insofern unglücklich. Wir mochten uns, aber wir waren in einem Lokal. Ich finde es halt glückhaft. Und ich habe dann eine geraucht und er ist deswegen gegangen. Der Marco hat schon mal zwei oder drei Tage gewohnt. Wie lange hast du bei mir gewohnt? Ohne zu sterben, und zwar drei Tage. Ich habe in der Zeit ungefähr 280 Zigaretten geraucht und er ist nicht gestorben. Aber er war auch krank damals. Vorher? Nein. Was magst du denn jetzt hören? Ja, von gestern, die ich nicht kenne. Wolltest du die auch hören? Oder wolltest du lieber andere hören, um uns Sven zu ärgern? Vielleicht? Ja, das ist meine Autorität, wird hier sowieso dauernd untergraben. Mhm. Ich muss irgendwann mal auf die Maschen. Genau, ich mach's jetzt ja. Hannes, was sagst du? Ja. Nein, nein, da lassen wir uns jetzt nicht reinreden. War die eigentlich gestern gut? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Probieren wir es mal. Die Geschichte heißt Marathon. Eigentlich ist es auf der Bühne erlaubt zu rauchen, gell, wenn es zur Geschichte geht. Ja, aber nur wenn es künstlerisch auch. Ja, ich habe es mir gerade gesehen. Jetzt kommt der Stelle. In die Wiese gelegt und eine Zigarette geraucht. An der Stelle darfst du anzünden. Das geht ja nicht, da bin ich ja mitten am Lesen, da kann ich ja nicht anzünden. Ja, gut. Anzünden. Gesetz steht nicht, wie man gleichzeitig liest und raucht. Da muss man dann schon selber ein bisschen... Du musst mal schauen, wie man das hinkriegt. Also das Wort davor heißt, zwei Bier gekauft. Machen wir es so, ich zünze dir. Nein, nein, jetzt warte. Ja, aber du weißt ja, das stellt nicht. Du hast ja gerade vorgelesen. Jetzt war die Geschichte, aber 5 Minuten, das kriegen wir jetzt. Marathon. In der letzten Zeit ist dem Jackie aufgefallen, dass ihn die Jacqueline immer so komisch anschaut. Besonders, wenn im Fernsehen was über die Olympiade kommt. Er hat sich aber nicht fragen getraut, wieso sie so komisch schaut, sondern sich gedacht, dass sie wahrscheinlich ihre Tage hat und wenn nicht, dass es dann eigentlich auch wurscht ist. Nach einiger Zeit ist es ihm aber doch auf die Nerven gegangen, immer so komisch angeschaut zu werden, also hat er den Hupsi gefragt und der hat gesagt, dass die Violetta in letzter Zeit auch manchmal so komisch schaut, und dass das wahrscheinlich was mit diesem Sportzeug zu tun hat. Also hat sich der Jackie zwei Hanteln und ein paar neue Turnschuhe gekauft und gewartet, was passiert. Die Jacqueline hat die Augenbrauen hochgezogen, sich aufs Sofa gelegt und den Fernseher angemacht und aber gar nichts gesagt. Auch nicht, wie der Jackie hinübergegangen ist und die Turnschuhe angezogen und mit den Hanteln ein ziemlich theatralisches Ächzen und Keuchen veranstaltet hat. Da ist dem Jackie der Kragen geplatzt, also hat er sich beim Renato ein paar Bier und einen Kaipi gekauft und später in der 7 zum Hupsi gesagt, dass die Weiber im Grunde genommen schon ziemlich komisch seien. Der Hupsi hat gesagt, dass es ihm jetzt sowieso reicht, weil er absolut topfit sei und notfalls jeden Marathon mitlaufen könne. Und dann, wie sie im Morgengrauen heimgegangen sind, haben der Jackie und der Hupsi beschlossen, gleich am nächsten Tag mit dem Lauftraining anzufangen und sich um 12 am Turm verabredet. Wie der Jackie um 12:30 am Turm angekommen ist, hat er von dem Fußmarsch vom Parkplatz einen solchen Durst gehabt, dass er sich erstmal eine Maß Bier gekauft hat, weil er eh noch auf den Hupsi warten musste, der sich dann, wie er um 13:30 dahergekommen ist, auch erstmal eine Maß gekauft hat, weil das elektrolytmäßig total wichtig sei. Und man mit einem saumäßigen Unterbier sowieso nicht trainieren soll. Nach der dritten Maß sind der Jackie und der Hupsi aufgebrochen, haben sich ganz hinten beim mittleren Ring eine Stelle gesucht, wo sie niemand sieht, und sind losgelaufen.
Nach 100 Metern hat der Jackie aber ein solches Seitenstechen gekriegt, dass er sich am Kiosk zwei Bier gekauft und sich in die Wiese gelegt und eine Zigarette geraucht haben, woraufhin sie vor Erschöpfung eingeschlafen sind. Der Jackie ist aufgewacht, weil ein Kerl mit einem Pudel gefragt hat, ob sie eigentlich wahnsinnig seien, mittags stockbesoffen in der prallen Sonne herumzuliegen. Und der Jackie hat gesagt, dass er sich schleichen soll und den Hupsi aufgeweckt, der tatsächlich krebsrot im Gesicht war und gesagt hat, dass ihm von der Anstrengung total schlecht ist. Während der Hupsi im Gebüsch am Kotzen war, sind zwei Hasen mit einem Bierkasten dahergekommen und haben was von einem Kastenlauf erzählt. Und der Jackie hat sie überzeugt, dass der Kasten viel leichter zum Tragen geht, wenn ein paar Bier weniger drin sind. Und weil der Hupsi der Meinung war, dass sich ein Training sowieso besser in der Dämmerung durchführen lässt, wenn es ein bisschen kühler wird, haben sich der Jackie und der Hupsi mit den Hasen und dem Bierkasten in den Schatten gesetzt und die Dämmerung abgewartet. Irgendwann war es dann dunkel. Und weil die zwei Hasen nichts mehr trinken, sondern lieber heim wollten, haben der Jackie und der Hupsi tief Luft geholt und sind wieder losgelaufen. Allerdings war es inzwischen sehr dunkel. Und wie der Jackie über ein Brückengeländer gestolpert und in einen Bach gefallen und der Hupsi gegen einen Baum gerannt ist, haben sie beschlossen, dass das mit dem Training eigentlich ein Schmarrn ist, weil sie sowieso topfit sind, und sich im Seehaus noch zwei Masken gekauft und beschlossen, zumindest schon mal zu Fuß zum Renato zu gehen, weil der Jackie eh nicht mehr gewusst hat, auf welchem Parkplatz er sein Auto aufgestellt hat. Später in der 7 hat der Hupsi gesagt, dass er sich nächste Woche für den Marathon anmeldet, weil er, wenn er wolle, noch jedem von diesen windelweichen Olympiadeppen davonlaufe. Und der Jackie hat gesagt, dass er da auf jeden Fall dabei ist. Und wie er dann heimgekommen und über seine Hanteln gestolpert und in die Vitrine gefallen ist, hat er hinterher in dem ganzen Gerümpel seine Siegerurkunde von den Bundesjugendspielen wiedergefunden und sich gedacht, dass er das mit diesem Marathon eigentlich gar nicht braucht. Und wie dann am nächsten Vormittag der Hupsi angerufen und gesagt hat, dass er vom Marathontraining immer noch einen totalen Sonnenstich hat und deswegen wahrscheinlich eher auf Schwimmen oder sowas umsteigt, hat der Jackie gesagt, er könne ihm mit seinem komischen Sport generell den Schuh aufblasen, weil er im Grunde genommen schon alles erreicht habe, was es zu erreichen gäbe und man irgendwann auch einmal vernünftiger werden müsse. Der wunderbare Michael Zeiler. Ja.